But if you close your eyes. Hi und willkommen zurück zur Folge 3 von unserem super krassen Tutorial. Und wir spielen Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Und wir sind wieder mit dem Perflix unterwegs. Also weniger unterwegs. Wir haben jetzt gerade in den letzten Folgen ja eine Höhlentour gemacht. Aber jetzt hat man immer noch Verbindungsprobleme. Das ist echt bescheiden. Naja, es wird sich schon verbessern. Hoffe ich. Mal gucken. Ich würde jetzt oben anfangen, schon mal so ein bisschen rumzubauen. Vielleicht auch schon mal Wolle zu besorgen für die Betten. Ja, Betten wären nicht schlecht. Damit wir nicht immer am Arsch der Welt spawnen. Genau. So. Also. Dann nehme ich hier die Kiste da unten noch. Und komme dann gleich hoch. Wir müssen definitiv einen cooleren Weg zu unserer Mine bauen. Ja, das geht da schon. So, ich erhöhe die Treppe hier nochmal ein bisschen, damit man sich nicht bei jedem Tritt den Kopf entstößt. Muss das realistisch machen, muss bei jedem Hop so au, au, au. Oder beim Runtergehen, au, au, au. Damit ich das nicht machen muss, erwarte ich das jetzt hin. Na, okay. So, ich habe 15 Eisen gesammelt, 42 Lapis, seltene Erze habe ich einen. Da steht aber echt nur seltene Erze. Was heißt seltene Erze? Keine Ahnung, da steht jetzt einfach nur seltene. Ach nee, was anderes steht seltene Erden. Keine Ahnung, was das ist. Diese komischen Lichtkristalle. Black Quartz Ork. Golderd. Ey, krass, Gold. Und vier Netherquarz. Okay. Kein Dia. Nee, ich auch nicht. Ich habe ein bisschen Eisen habe ich gefunden, aber das habe ich jetzt alles unten gelassen. Das schmilzt da unten. Können wir dann gebrauchen, neue Spitzhacken zu machen? Wir brauchen neue Spitzhacken. Neu. Home. Genau, Wegpunkt, das sollte ich mir auch mal setzen. Da Krieg willst. Nein, will ich nicht. Es ist unfair. Du hast eine schnellere Verbindung als ich. Das auch. Und ich habe jetzt gleich ein Eisenschwert. So. Eisenschwert? Alter, du kommst mit dem Messer zu einer Schießerei. Willst du mich verarschen? Gut. Wenn man die bessere Verbindung hat, geht das. In der Tat, dann geht das wirklich. Wo ist dieses dämliche Stück? Ah, da ist das dämliche Stück Holz. So, mein Freund der lieben Sonne, wie hast du dir überlegt, diese Plattform hier zu bauen? Verdammt. Ja, ich hätte einfach mal klar, erstmal ein Holzhaus hier gebaut. Damit wir einfach mal einen groben Unterschlupf haben. Und dann hätte ich das Ganze mit, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Englisch heißt es Morgel. Morgel? Aber war das nicht meine Serie, wo es über Superman ging? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das so weißer Stein. Und ja, okay. Der wird ziemlich gut. Damit hätte ich dann eine Moldung gemacht und dann mit in welchem Clean Glass oder sowas noch den Boden in der Mitte eingeflickt. So. Okay, ich habe eine super Idee. Du machst deinen Plan da, den du gerade eben verfolgen wolltest. Okay. Und du? Und ich suche gerade mal kurz mein Zeugs, was ich gerade eben weggeschmissen habe.
Nein, und ich würde gleich mal Wolle besorgen gehen. Okay, finde ich eine gute Idee. Ich weiß. Kann ich mir hier um. Meinst du, wir können hier so einen Absprung bauen, damit wir irgendwie schneller ins Wasser springen können da unten? Ja, das geht bestimmt irgendwie. So. Oh, hier klappt das sogar schon. Geronimo! Nice. Okay. Ja, nur das Wiederaufkommen, das Schwerere. Spaßbremse. Aber das geht schon irgendwie. Oh, hier sind Zombies. Warum sind hier Zombies? So, dann suchen wir mal eben just Wolle. Müssen wir echt gucken, woran das liegt, weil das fuckt echt ab, ey, dieses laggy-buggige. Also mein Ping hier sagt immer noch, der Server antwortet in ja 1920 Millisekunden. Also, der Server antwortet schnell. Der Server, den hast du aus für Österreich gehostet, ne? Deutschland. Echt? Habe ich hier bei Hetzner Cloud. Sagt mir gar nichts. Es ist keine Werbung. Habe ich da wirklich? Habe ich da schon eine virtuelle Linux-Maschine mit einem Prozessor und glaube ich 4 GB Arbeitsspeicher oder 2 GB, ich weiß gar nicht genau. Und das läuft da einfach so lange, bis ich, wie ich das laufen haben will. Ja. Stirb, Hühnchen, stirb. So, ich bring mal gleich Weizen mit nach oben, clevererweise. Okay, das ist gut. Können uns ja nicht immer nur von Weintrauben ernähren. Nein, wie heißen die Dinger? Kirschen. Kirschen, genau. Ja, Weintrauben, Kirschen, das ist halt die gleiche. Nicht ganz, aber naja. Beides wird zu Alkohol am Schluss, meinst du? Was hast du jetzt gesagt? Also ich kenne mich mit sowas ja gar nicht aus, ne? Okay. Ja, ich habe das auch noch gehört. Ah, okay. Weil wie man Wikipedia glauben kann, Genau. ne? So, das erste Schaf. Die ersten zwei hätten wir schon mal, die ich köpfen kann. Stirb, Schaf! Hier mal ein paar Leitern. Das zweite Stockwerk. Natürlich doof, wenn die Schafe jetzt nicht so reagieren, wie sie sollten. Ah, jetzt macht das. Können wir uns ein Bett teilen in dem Spiel? Nee, ich denke nicht. Oder Nein. vielleicht reicht es, wenn die Hälfte schläft, die Hälfte der Leute schläft. Kannst du mir auch so sagen, dass ich fett bin? Bauen wir hier noch einen Baum ab, den Schwa die Schwarzeiche. Brauche ich hier noch eine Tür. Gott, der ist schon bei einer Tür. Krasser Typ, Mann. Natürlich, natürlich geht jetzt meine beschissene Axt kaputt. Wie kann es auch anders sein? Verkacktes Drecksspiel, ey. So, eins, zwei. Gib mir die Axt, gib mir die Axt, gib mir die Axt. Lasse. Okay. Hier unten kann man das Bett hin tun.
Ja, ich glaube, es sieht mehr oder weniger gut aus. Für den Anfang. Mehr und oder weniger. Genau. Ich will mich da nicht allzu genau festlegen. Nicht, dass es da plötzlich anderes heißt. Meinst du? Ja. Diese Serververbindungsdinger, die sacken echt ein bisschen ab. Was meinst du? Wenn diese Serververbindungsprobleme. Naja, die sind unvorteilhaft. Nennen wir es unvorteilhaft. So, ich habe jetzt drei Wolle. Daraus werde ich jetzt ein Bett machen und gucken, ob funktioniert, dass wenn eine Person auf dem Server schläft, der Server sagt, jo, reicht mir. Also bei anderen Mods war es so. Ja, ich kenne das auch nur so, deswegen. Jetzt sag mir nicht, ich brauche drei gleiche Farben für ein Bett, dann raste ich aus. Ich denke schon. Graue Wolle, weiße Wolle, braune Wolle. Sonst in jedem anderen Mod ist das lustigerweise nicht so. Nee. Ich denke, das ist überall Nee, ist gleich. wirklich nicht so. Nee. Kann selbst mal in dem Mod, den ich immer spiele, mit einem Schlafsack, wenn ich mir einen Schlafsack bauen möchte, kann ich da alle lustigen Farben, die ich finde, reinpacken. Ja, Ja. okay. Und es Ja, das stört ist natürlich keine Sau. hier Hier anscheinend anscheinend schon. schon. Ach, du meinst den weißen Stein, den du meinst, das ist Marmor. Ja, genau. Genau, Marmor heißt es. Mit dem dann das Haus bauen. Ja, von mir aus. Ja. Ich bin jetzt gerade noch auf der Suche nach das Kupfer, um hier die erste Maschine für unser Haus zu bauen. Versuch gerade nicht zu sterben. Das ist ein guter Plan. Finde ich auch, aber Ist schwierig. die Umsetzung ist mit leichten Serververbindungsproblemen schwierig. Das ist bestimmt so, ja. So. Bin 200 Blöcke von zu Hause weg. Gibt es hier auch NPC-Dörfer in dem Mode? Ja, ich Ja, glaube, die ich gibt's auch. glaube, Ja, die gibt's die gibt es auch. bestimmt. Hast du schon welche gesehen? Hier in Hier in dieser Welt dieser noch Welt noch nicht, nicht. aber in Singleplayer-Welt Okay. habe ich da schon eins gefunden. Gerade ins Wasser geplumpst. Habe schlechte Nachrichten. Die wären. Sind schon wieder 20 Minuten um. Das habe ich gar nicht bemerkt, aber ja, jetzt wo du es sagst, Verrückt, oder? ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Bei solch schönen romantischen Unterhaltungen, die wir führen die ganze Zeit. Oh, fuck you, stirb. Kipp doch einfach mal um, danke. Ja, und dann komme ich zu Ende der Folge, gehe ich jetzt noch mal ins Haus zurück. Ende der Folge habe ich ja nicht mal das Haus gesehen. Ja, dann strecken wir halt die Folge, bis du das Haus gesehen hast. Wenn ich jetzt sterbe, mache ich einfach Rage Crit. Und ich werde sterben. Ah! Ja. Das kann nicht sein.
kurz den Wegpunkt. Ich hab schon den ersten Enderman gesehen. Alles klar, ich find's wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt. Freut euch auf die nächste Folge. Suchen oder töten? Ich, Ist das ein Kackspiel, Alter, wirklich? Ich sage es noch und dann passiert es. Hättest du mal was anderes gesagt? Würde mich jemand zur Base tragen oder was? Oh, jetzt lasst mich nicht nochmal töten, ey. So, ich bin in Sicherheit. So, meine Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr gerne seht, wie ich sterbe auf einem Server, lasst doch mal einen Daumen und einen Kommi da. Finde ich gut. Geht. Ja, und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten. Ja, und schönen Tag noch. Jo, ciao. Ciao.